Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Kenner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Samsi an. Dieser hat über das selbstreinigende Katzenklo PetSafe Scoop Free geschrieben, welches er mit 4 Sternen bewertet hat. Und wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Selbstreinigendes Katzenklo PetSafe Scoop Free im Test. Welcher Katzenbesitzer kennt es nicht? Nur ein paar Stunden hat es gehalten, das saubere Katzenklo. Genau nachdem man es gesäubert hat, muss sich Mieze wieder dazu entscheiden, auf die Toilette zu gehen. In kleinen Räumen verbreitet sich sofort ein unangenehmer, strenger Geruch. Na toll, schon wieder die Schippe rausholen und den König hinterherräumen. Die Idee einer selbstreinigenden Katzentoilette klingt da doch traumhaft, oder? Ich habe meine eigenen PetSafe Scoop Free Erfahrungen gemacht und will euch kurz erklären, ob das eine Erleichterung war oder nicht. PetSafe ist eine Marke der Radio Systems Corporation. PetSafe selbst gibt es seit 1991. Der CIO selbst ist Haustierhalter und hat daher einen besonders hohen Anspruch an die Produkte. Ihr Leitfaden lautet, auch heute noch ist es unser höchstes Ziel, Haustieren wundervolle Momente zu bereiten und ihre Sicherheit, Gesundheit und ihr Glück zu gewährleisten. Das ist das, was uns tierische Freude bereitet. Selbstreinigendes Katzenklo. Wie funktioniert das? Die PetSafe PAL-19 Scoop Free hat einen automatisierten Reinigungszyklus. Das Katzenklo erkennt, sobald sich die Katze in der Toilette befindet und diese wieder verlässt. Sobald sie sich wieder aus dem Klo entfernt hat, setzt der Reinigungszyklus ein. In der Katzentoilette befindet sich ein Rechen, der 20 Minuten nachdem die Katze ihr Geschäft erledigt hat, durch das Silikat Katzenstreu fährt. Der Rechen schiebt die Klumpen in eine abgeschlossene Kammer und nur sauberes Katzenstreu bleibt liegen. Auf dem Rückweg des Rechens wird das Streu wieder geglättet. Sensoren erkennen, wenn das Tier zurückkommt und setzen den Rechen zurück. Unter der Toilette befindet sich eine Einwegschale, die mit dem Silikatstreu gefüllt ist. Silikat ist wesentlich effektiver bei der Kontrolle von Gerüchen als herkömmliches Klumpstreu oder Ton. Der Urin wird aufgesaugt und bei festen Abfällen wird das Wasser entzogen, was sofort den unangenehmen Geruch beseitigt. Man selbst muss also gar nicht mehr die Schippe in die Hand nehmen. Dadurch, dass die Toilette Urin sowie feste Abfälle in die abgedeckte Kammer schiebt, kann man das Klo einige Wochen stehen lassen, ohne selbst aktiv zu werden. Alle paar Wochen muss man eben nur die Einwegschale austauschen und die Abfallkammer leeren. Neben den Sensoren, die erkennen, ob die Katze gerade in der Toilette ist oder nicht, gibt es noch einen Gesundheitsmonitor. Der Gesundheitsmonitor nimmt auf, wie oft sich das Tier dort befindet. Gerade in Krankheitsfällen kann das sehr wichtig für die Kontrolle des Krankheitsverlaufes sein. Generell ist es ein nützliches Feature, da so ungewöhnliches Verhalten sofort auffallen würde. Der Aufbau der selbstreinigenden Katzentoilette ist ähnlich wie bei normalen Katzenklos. Eine Abschirmung rundum sorgt dafür, dass die edlen Tiere ihre nötige Privatsphäre haben und sich ungestört fühlen. Vorne am Eingang ist noch eine extra Abschirmung, damit das Katzenstreu beim Betreten oder Verlassen mitkommt. Auch wenn die Katze etwas buddelt, fängt die Klappe das meiste auf. Einziger Unterschied ist eigentlich, dass man in der Toilette den Rechen hat und unten die Einwegschale mit dem Silikat. Die PetSafe PAL-19 ist leicht einzustellen, da im Grunde genommen nur eingestellt werden muss, ob der Reinigungszyklus in 5, 10 oder 20 Minuten nach Toilettengang beginnen soll. Die Scoop Free erhält man bei Amazon zu einem regulären Preis von 210,99 €. Zurzeit befindet es sich im Angebot für 155 €. Im Lieferumfang bekommt man eine Einwegschale mit Silikat. Eine Einwegschale nachzukaufen liegt bei fast 24 €. Je nach Verhalten der Katze soll eine Schale bis zu 30 Tage halten. Die Maße. Die Produktabmessungen liegen bei 28,2 x 74 x 51,8 cm. Alles in allem kommt man auf ein Gewicht von ca. 6,7 kg. Die Toilette muss nahe an einer Stromquelle sitzen, da sie über ein Netzkabel betrieben wird. Das Kabel ist ca. 1,8 Meter lang. Selbstreinigendes Katzenklo, Erfahrungen, PetSafe Scoop Free Review. Eine normale Katzentoilette hat jahrelang wunderbar funktioniert. Unser erstes Stück hat glaube ich 14 Jahre lang gehalten. Dann ist beim Reinigen an der Seite das Plastik gerissen und es musste ausgetauscht werden, da ich Angst hatte, dass sich unser Kater daran verletzt. Mehr oder weniger aus Spaß habe ich nach selbstreinigenden Toiletten gesucht und bin eben tatsächlich fündig geworden. Die PetSafe konnte bereits mit vielen guten Bewertungen bei Amazon überzeugen. Einziger Nachteil, der auf den ersten Blick erkennbar war, sind die Schalen, die man immer wieder kaufen muss. Diese sind mit fast 24 € ziemlich teuer. Dennoch wollte ich es mal ausprobieren und schauen, ob es das Geld wert ist. Die Toilette an sich habe ich direkt im Angebot kaufen können und ich habe mir erst einmal eine Schale noch dazu bestellt. Von den Maßen her ist es vergleichbar mit den normalen Toiletten. Der Einstieg für die Katze sieht auf den Bildern ziemlich hoch aus, aber in der Realität ist es gar nicht so steil. Der Aufbau und die Einrichtung ist sehr unkompliziert und fix erledigt. An den Stromkreislauf anschließen, kurz einstellen und los geht es schon. Für unseren Kater haben wir die selbstreinigende Katzentoilette erst ohne den Deckel stehen lassen. An sich ist er nicht ängstlich, aber da es neu ist, sollte er sich erst daran gewöhnen.
Vor allem gab es in seiner Itemstube keinen Rechen, der da einfach so rumhängt. Das musste von seiner Seite aus erst eindringlichst beobachtet und bekämpft werden. Nachdem er es sich gefühlt 50 Mal angesehen hat, hat er aber auch verstanden, worum es geht und die Toilette weiter normal benutzt. Also konnten wir den Deckel aufsetzen und es wieder an den alten Platz stellen. Der Motor und der Rechen sind sehr langsam. Wir haben es so eingestellt, dass der Reinigungszyklus 10 Minuten nach Toilettengang anfängt. Unser Tiger hat es sich entspannt angesehen und sonst weiter nicht reagiert. Sehr angenehm überrascht war ich davon, dass die Geruchsbildung wirklich keine Chance hat. Das liegt aber zum größten Teil daran, dass eben dieses Silikatkatzenstreu verwendet wurde und kein Klumpstreu. Unser Kater ist ein Freigänger und erledigt die meisten Geschäfte eigentlich draußen. Die Einwegschale hat daher bei uns länger als 30 Tage gehalten. Ich glaube, volle 5 Wochen konnten wir sie stehen lassen, bis ich den Ersatz eingesetzt habe. Die Abfallkammer habe ich öfter entleert, was aber super einfach und unkompliziert ist. Wesentlich schneller als immer mit der Schippe da einzeln die kleinen Klümpchen herauszufischen. Unter den Rezensionen hatte ich einen sehr guten Tipp. Wenn man nicht immer diese Kartons mit Silikat nachkaufen möchte, dann kann man sich auch eine Plastikschale kaufen. Dabei muss man eben darauf achten, dass sie genau unter die PetSafe passt. Diese kann man dann einfach immer mit Silikat befüllen und so umgeht man die Kosten der Original-Ersatzschalen. Fazit: Wir sind rundum zufrieden. Die Katze ist zufrieden. Wir haben weniger Arbeit und es entstehen keine Gerüche. Mehr haben wir uns nicht gewünscht. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so hinterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de.